Wölki verteidigt Weihnachtspredigten. Hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Stand 28.12.2017, 11.13 Uhr Seitenanfang. Zu politisch, zu nah an einzelnen Parteien. So lautet der Vorwurf, dem sich die Kirchen derzeit ausgesetzt sehen. In den Weihnachtspredigten ging es um hohe Mieten, Trump oder den Familiennachzug. Für Erzbischof Wölki völlig normal. Die Vorwürfe seien Unsinn. US-Präsident Donald Trump, Wohnungsnot und Familiennachzug. In diesem Jahr äußerten sich die Kirchen in ihren Weihnachtspredigten zunehmend politisch. Zu politisch, meinen Kritiker wie die CDU-Vizechefin Julia Klöckner. Nun äußerte sich der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki zu den Vorwürfen und verteidigte die Predigt als Ort für politische Stellungnahmen. Wir können nicht von Gott sprechen, ohne vom Menschen zu sprechen. Das hat nichts mit Parteipolitik zu tun, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Solange die Politik die Beziehungen zwischen den Menschen als soziale Wesen regele, sei das Evangelium auch politisch, sagte Wölki. Die Kirchen müssten gesellschaftspolitische Haltungen haben und sich etwa für die Erhaltung der Schöpfung und die Würde des Menschen einsetzen. Daraus ergäben sich Folgen etwa für die Diskussion um den Familiennachzug von Flüchtlingen, erklärte der Erzbischof, und dann hat das natürlich eine politische Wirkung. Kardinal Rainer Maria Wölki zu Kirche und Politik Morgenmagazin, 28.12.2017 Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein, H264, Mittel, H264, Groß, H264, HD, H264. Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter auswählen. Video einbetten. Nutzungsbedingungen. Embedding Tagesschau. Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tagesschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.